Hallo, moin und Mahlzeit, liebe Mystery Files Freunde. Seit einiger Zeit läuft auf Netflix eine Doku-Serie, die nennt sich Ancient Apokalypse. Und zwar ist sie von und mit Graham Hancock. Den kennt ihr wahrscheinlich alle. Graham Hancock, ein sehr bekannter Autor in Sachen, oh, wie soll man das ausdrücken, alternative Geschichtsschreibung. Und er wurde vor allen Dingen eben berühmt, dass er einen Bestseller geschrieben hat über die Bundeslade, die Wächter des Heiligen Siegels heißt dieses Buch. Und da geht er so der Heiligen Bundeslade aus dem Alten Testament nach und vermutet sie eben in einer Kapelle in Axum in Äthiopien. Aber er hat noch viele, viele weitere Bücher geschrieben, die sich eben vor allen Dingen darum drehen, dass es eine sogenannte Urzivilisation oder Eiszeitzivilisation gegeben hat, die heutzutage von der etablierten Archäologie völlig ignoriert wird. Die Hinweise oder meinetwegen sogar Beweise, die auf so eine Zivilisation schließen lassen, sind nach Meinung von Graham Hancock tatsächlich vorhanden auf der ganzen Welt, denn es war eine global agierende Zivilisation vor über 10.000 Jahren, aber die etablierte Archäologie würde all diese Hinweise und diese Indizien, die er so anführt in seinen ganzen Büchern und in seinen Bestseller, muss man natürlich schon sagen, das würde alles ignoriert werden. Und diese Serie, die auf Netflix läuft, da blende ich euch hier mal eine Infokarte ein und unten verlinke ich euch auch dazu einen umfangreichen Artikel, ist sehr in der Kritik. Da streiten sich natürlich die anerkannten Archäologen mit Graham Hancock darüber, was da so für Aussagen fallen, weil er würde ihnen eben vorwerfen, sie würden alles ignorieren und seien quasi blind für so eine versunkene Eiszeitzivilisation und würden all seine in den ganzen Jahrzehnten, er ist ja schon viele Jahrzehnte Autor, Journalist, ist ja kein Archäologe übrigens, und die würden eben all das, was er da so angeführt hat, einfach nur beiseite schieben, wegdiskutieren und wollen davon nichts hören. Das ist eine Diskussion, die wirklich sehr hitzig im Gange ist. Im deutschen Internet und deutschen Medien oder deutschen Zeitungen ist es hin und wieder auch mal vorgekommen, dass darüber berichtet wurde, aber vor allen Dingen eben in englischsprachigen Medien und auf englischsprachigen Seiten ist darüber viel zu lesen und auch anerkannte, etablierte Mainstream-Archäologen, um es mal großzügig überspitzt auszudrücken, haben auch allerlei Statements dazu publiziert, mal mehr oder weniger umfangreich, mal nur auf Twitter irgendetwas. Aber da hieß es zum Beispiel, dass das eine gefährliche Serie wäre, die dort auf Netflix eben gesendet wird mit Graham Hancock. Und in diesem genannten Artikel, den ich unten verlinken werde, gehe ich genauer darauf ein, warum das denn eben eine gefährliche Serie sein soll. Aber wenn man sich so diese ganzen Kommentare, diese ganzen Statements so einmal durchliest von den Archäologen, die vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht da ziemlich angepisst sind und ziemlich stinkig sind, wahrscheinlich auch neiden sie Graham Hancock den Erfolg, weil diese Serie ist tatsächlich hochgeschossen in den Charts da oder in den Top Ten von Netflix. Und das kann natürlich auch ein Grund sein. Aber wenn man sich das mal so alles so durchschaut, da denkt man ja, die Archäologen, was sind das denn für arme Leute? Und doch, die tun dann ja so leid, so könnt ihr nichts dafür, dass der böse Graham Hancock da euch jetzt irgendwie so schlecht macht, wie sie immer sagen, und gegen sie hetzt. Er würde den ganzen Berufsstand schlecht machen. Aber jetzt muss man natürlich sagen, gut, die Archäologen, die gehen ja auf die Universität, die studieren, machen Feldforschung, Ausgrabungen, und die sind ja alle wirklich mit einer blütenweißen, reinen Weste irgendwie unterwegs. Aber dem ist natürlich nicht so. Es gibt auch schwarze Schafe unter den Archäologen, und ich habe mir mal einen ganz besonderen Fall herausgepickt, den ihr nämlich wahrscheinlich nicht kennen werdet, von einem Archäologen, der sogar als berühmtester Archäologe der Welt einstmals gehandelt wurde und ein Pionier der archäologischen Erforschung von Anatolien, also heute in der Türkei, angesehen wurde. Und das war ein Archäologe aus Großbritannien mit Namen James Mellard. Er ist vor 10 Jahren, vor 13 Jahren, also 2012, ist er schon verstorben, und er hat tatsächlich jahrzehntelang in der Türkei geforscht auf den Spuren der Steinzeit, aber auch Eisenzeit und Bronzezeit und so etwas. Und er erlangte quasi Weltruhm damit, dass er eine uralte Ruinenstätte, die bis zu 10.000 Jahre alt ist, in Anatolien gefunden hat, beziehungsweise ausgegraben hat. Nicht Göbel die Tepe, was er natürlich alle kennt, sondern eine andere Ruinenstätte, die nennt sich Kala
Höyük, so ungefähr müsste man das aussprechen. Auch eine sehr bekannte Siedlung aus der Steinzeit, schon vor 9.500, vor 10.000 Jahren siedelten dort Menschen. Da hat er Ausgrabungen durchgeführt, hat die verschiedenen Erdschichten da freigelegt und das wurde ihm sehr hoch anerkannt. Damit wurde er sehr berühmt. Aber er hat noch viele weitere Entdeckungen gemacht oder eben angebliche Entdeckungen, Pseudo-Entdeckungen und ganz klar hat er ganz, ganz viel betrogen, dieser Archäologe. Auch wenn er als großer Pionier der Archäologie in Anatolien gilt, gab es sehr früh auch schon Zweifel an seinen Funden. Zum Beispiel eine ganz bekannte Geschichte, die sich um diesen Meller dreht, ist ein Schatz, den er in Izmir gesehen haben will, und zwar von der Jordan-Kultur. Das ist eine Kultur, die sich in der Nachbarschaft zum legendären Troja befand. Und Troja kennt man natürlich alle, diese Geschichte mit dem trojanischen Pferd und all so etwas. Aber er habe im Zug eine Frau getroffen, eine mysteriöse Frau, und mit der kam er ins Gespräch und sie hat ihn dann nach Izmir gebracht bzw. eingeladen, denn in dem Privatbesitz dieser Frau bzw. der Familie hätte sich ein Schatz befunden, der wurde von Raubgräbern mal immer wieder ausgebuddelt und er hat Notizen da angefertigt von diesen Objekten, die er da gesehen haben will, hat Zeichnungen angefertigt, aber keine Fotos, denn Fotos wollte ihnen angeblich diese Frau dann zusenden, die sind aber niemals aufgetaucht. Dann hat er sie später veröffentlicht, publiziert diese Zeichnung und sagte, ja, ich habe das wirklich in Izmir, in der Stadt Izmir gesehen und das gibt es tatsächlich. Und da kam dann schon sehr, sehr schnell Zweifel und irgendwann gab es dann eine große Medienkampagne. So um 1960 hat sich das alles abgespielt und zwar in der türkischen Presse. Ihm wurde vorgeworfen, er selber sei als Raubgräber tätig gewesen und hätte diese Artefakte, diesen Schatz selber ausgegraben und außer Landes geschmuggelt. Da wurde sogar schon spekuliert, dass der CIA damit irgendwie etwas zu tun hat, weil in der Nähe eine US-Militärbasis war. Und natürlich weiß man diese Geschichten und kennt man diese Geschichten, dass so wohlhabende westliche Industrielle oder Privatpersonen, meinetwegen, vollkommen egal, aber dass sich die aus allen möglichen Regionen auf unserem Planeten Schätze, alte, antike Artefakte über den Schwarzmarkt eben gekauft haben und da soll ihm hier vielleicht auch etwas mit im Gange gewesen sein. Dann hieß es auch sehr schnell, das hat er sich alles aus den Fingern gesogen. Diese Artefakte, diese Objekte, diesen Schatz dort hat es niemals gegeben. Und es ist dann so weit gegangen, dass er von der türkischen Regierung Verbote gekriegt hat, beziehungsweise ein Grabungsverbot gekriegt hat. Er durfte in der Türkei vielleicht an Grabungen so als Handlanger teilnehmen, mal so ausgedrückt, aber er durfte selber nicht mehr in der Türkei graben. Es wurde ihm ganz einfach verboten, denn diese ganze Geschichte ist sehr kurios. Es wurde auch spekuliert, dass sie vielleicht ihn nur als Handlanger benutzt haben, dass diese Artefakte tatsächlich existierten, eben von Raubgräbern, dass irgendwelche Reiche aus dem Westen die aufkaufen wollten und haben eben den Namen von James Mallard benutzt, um quasi diese Objekte mit einem bekannten Namen zu verbinden, damit sie irgendwie so eine Expertise haben und dass sie ja tatsächlich wertvoll gelten oder so etwas. Das ist nie wirklich aufgeklärt worden, weil diese Artefakte und Objekte sind in real, in physischer Form nie irgendwo auf dem Schwarzmarkt oder auf dem Kunstmarkt oder in irgendeiner Sammlung aufgetaucht. Also hat er das sich vielleicht, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, einfach nur aus den Fingern gesogen. Denn auch diese Frau, die er da kennengelernt haben will, die ist nirgendwo aufzufinden und nirgendwo aufgetaucht. Die Adresse, wo er in Izmir gewesen sein soll, da könnte sein, dass da Straßen verwechselt wurden, beziehungsweise es gab mal eine Zeit sogar zu Recherchen gegeben, dass es diese Straße mehrfach in Izmir gegeben hatte. Dann ist die aktuelle Straße, wo in der Nachforschung eben vor Jahrzehnten stattgefunden haben, tatsächlich vorhanden gewesen, beziehungsweise tatsächlich auffindbar gewesen, aber da gab es keine Wohnhäuser, das konnte dann auch wieder nicht sein und so ist diese Geschichte dann wirklich sehr kurios gewesen und ist dann aber irgendwie in der Versenkung verschwunden. Aber der einstmals berühmteste Archäologe der Welt und Pionier der archäologischen Erforschung Anatoliens hatte nun halt einen schlechten Ruf, der Ruf war quasi ruiniert.
Das alles ist heute bekannt unter dem Begriff Dorak-Affäre und nachdem er 1964 dann ein Ausgrabungsverbot in der Türkei von der türkischen Regierung bekommen hat, hat er natürlich noch weitere Forschungen gemacht, Hieroglyphen und Keilschriften übersetzt und also etwas Zeichnungen veröffentlicht von angeblichen Felsbildern, die er gesehen haben will und hat auch irgendwelche Skizzen von Artefakten immer wieder publiziert und als er dann im Jahre 2012 verstorben ist, stellte sich sehr schnell heraus, da war ein Archäologe ganz aktiv als Fälscher. Und zwar vor allen Dingen Eberhard Zanger hat da in seinem Nachlass Beweise gefunden, dass er wirklich alles Mögliche gefälscht hat, sich zusammengereimt hat, sich zusammengedichtet hat. Er hat Felszeichnungen und Höhlenzeichnungen, die er angeblich selber gesehen hat, schon mal vorskizziert und nachher die Skizzen dann bearbeitet und ein bisschen professioneller gemacht und dann publiziert als tatsächlich authentische uralte Inschriften und uralte Zeichnungen oder Gemälde an alten versunkenen Tempeln. Und da konnte man in seinem Nachlass eben ganz klar aufzeigen, das hat er alles gefälscht, dieser Archäologe, denn er hat nichts weggeschmissen. Es heißt doch so schön, leere Zigarettenschachteln hat er aufbewahrt und irgendwelche Postwerbung, die mit der Post gekommen ist, auch das hat er aufbewahrt. Hat dann hier alles Mögliche griffbereit in Kartons gehabt und so konnte man nachvollziehen, wie er gewisse Artefakte, gewisse Funde und angeblich auch authentische Objekte aus der Vergangenheit zurück bis in die Steinzeit, wie er die schon mal vorskizziert hat und dann alles gefälscht hat. Und es wurden auch Manuskripte gefunden, die so seine Geschichten über die Geschichte von Anatolien, von der Steinzeit bis in die Eisenzeit, wo er das schon mal alles vorskizziert hat und dann hier wieder geändert hat und dort geändert hat. Und die Texte waren dann im Endeffekt schon fertig, um sie zu veröffentlichen in Fachzeitschriften, um sie zu publizieren. Aber im Endeffekt hat er da authentisches Material, authentische Funde genommen und sie mit seiner Fantasie angereichert, mit seiner Fantasie ergänzt, damit das alles stimmig ist, so wie er die Geschichte von Anatolien aus seiner Sicht interpretiert hat und wie es angeblich gewesen ist. Sehr bekannt sind auch dann die Beyköy-Texte, das sind Hieroglyphen bzw. Keilschrifttexte, die hat er dann auch veröffentlicht als Übersetzungen und der Mellert selber hat diese Texte, die angeblich auf einer Tempelwand geschrieben gestanden wären und da stellte sich dann eben auch heraus, die hat er sich komplett aus den Fingern gesogen, die existierten gar nicht, die hat er selber angefertigt in Hieroglyphen Keilschrifttexten und hat sie dann selber übersetzt und dann eben publiziert. Auch das ist ein ganz klarer Betrug von ihm gewesen. Warum er das gemacht hat, ja, gute Frage. Es hieß auch mal, ja, das ist so ein, quasi so ein Lausbubenstreich gewesen, der sich aber über sein ganzes Leben verteilt hat. 50 Jahre lang ein Lausbubenstreich und als etablierter Archäologe. Er ist irgendwie mal Doktor gewesen, hat allerdings interessanterweise an Universitäten auch gearbeitet, aber er war eben kein Doktor der Archäologie, aber eben eine Koryphäe. Aber er hat sich dann irgendwie dann verrannt in eine Fantasiewelt und hat dann tatsächlich authentische Funde gehabt und das passte dann irgendwie so nicht. Da war eine Lücke und dann auch, ja, dann erfinde ich einfach mal eine Geschichte, erfinde einfach mal ein paar Artefakte, die die Lücke schließen. Und schon habe ich eine gerade Linie von der Steinzeit bis zur Zeit von Troja oder in der Eisenzeit und Bronzezeit. Und das hat er dann auch tatsächlich publiziert. Aber man muss natürlich zur Ehrenrettung der Archäologie sagen, dass schon sehr früh Zweifel aufkamen, weil die Herkunft einiger Objekte war völlig unklar. Und dann diese Texte, die er da übersetzt hat, da gab es in den Originalgrabungsberichten vom Ende des 19. Jahrhunderts überhaupt keine Erwähnung, dass solche Texte und solche Bilder an diesen Ruinen, an diesen Tempelwänden gefunden wurde. Aber er hat auf einmal riesige Textpassagen dort, die er dann publiziert hat, weil er sagte, ja, ich habe sie dann irgendwo in alten Dokumenten und so etwas gefunden und hat dann die ganze archäologische Gemeinde oder überhaupt das türkische Volk eben in Anatolien, weil es in deren Geschichte ist, hat er an der Nase herumgeführt. Und Eberhard Zanger, der hat auch nachher einige Veröffentlichungen darüber gemacht, nachdem er eben den Nachlass alles mal so durchsucht hat und untersucht hat mit dem Sohn von dem Mellert, hat er noch gesagt, also hier ist tatsächlich einer gewesen, der war ein aktiver, sehr produktiver Fälscher und hat dann eigentlich mehr oder weniger die etablierte Archäologie in den Dreck gezogen. Denn ihr werdet ihn wahrscheinlich eben nicht kennen, diesen Mellert, aber was er sich da erlaubt hat, ist schon ein starkes Stück. Es gibt ja immer wieder so ein paar
Ausreißer in der Archäologie, in der anerkannten Wissenschaft, die allen möglichen Mist und allen möglichen Kram fälschen oder auch Laien natürlich, die irgendwelche Artefakte ausbuddeln und sagen, guck mal hier, da habe ich zum Beispiel das Missing Link gefunden zwischen Affe und Mensch in Anführungszeichen, was sich dann auch herausstellte als eine Fälschung. Da wurden zum Beispiel Knochen, beziehungsweise da wurden in einem Schädel, da wurden dann Steine reingetan in den Zähnen, die wurden aufgebohrt, damit es eben ein bisschen schwerer ist, dieses Artefakt, dieses angebliche Missing Link, auch ein Fake gewesen. Und so etwas kommt ja immer wieder vor. Aber das waren dann so mehr oder weniger Privatgelehrte oder Hobbyarchäologen und nicht wie in diesem Fall von James Mellard, dass wir hier einen anerkannten Forscher haben, der eben, wie ich schon sagte, einstmals als berühmtester Archäologe der Welt gegolten hat. Und man muss natürlich, wenn man an berühmte Archäologen denkt, natürlich auch an das Grab von Tutanchamun denken. Auch da ging garantiert nicht alles mit rechten Dingen zu. Denn diese angebliche erste Öffnung vom Grab des Tutanchamun durch Howard Carter vor 100 Jahren, vor 101 Jahr, eben im, ich glaube, das war November 1922, da war er vorher auch schon drin. Es tauchten später Artefakte auf in Museen in aller Welt, die aus dem Grab stammten, die sich dann Howard Carter so angeeignet hatte, die überhaupt nicht dokumentiert waren, die völlig unbekannt sind. Kann man jetzt sagen, gut, das ist 100 Jahre her, der buddelt da so lange in der Wüste rum und gönnen wir ihm doch so ein paar Schmuckstücke, die er sich da so zapzarab eingesackt hat und dann vielleicht privat in die Vitrine stellte oder verkaufte. Aber das alles hat er natürlich in seinem Tagebuch und in seinen Ausgrabungsberichten nicht erwähnt. Er hat dann alles wieder schön versiegelt und dann hat er quasi die Presse eingeladen, die Medien und die Geldgeber und so, und hat dann das Grab aufgemacht als Erstbetretung. Ah, wir waren hier noch nicht drin. Das ist heute jetzt keine Verschwörungstheorie. Das weiß man, dass Howard Carter da so ein bisschen Schmus getrieben hat. Aber jetzt muss man natürlich sagen, die Archäologen, es gibt so viele Archäologen in aller Welt, die buddeln hier, die buddeln dort, die machen hier mit dem Pinselchen und hier mit dem Bagger. Die allergrößte Mehrheit dieser Archäologen sind natürlich fleißige Leute, die nicht irgendwie mit böser Absicht Artefakte fälschen, hoffen wir zumindest, sondern die wollen tatsächlich ernsthaft unsere Geschichte erforschen. Und hier ist natürlich Graham Hancock, der sagt, na, die ignorieren allerdings die Geschichte, und zwar in dem Sinne, dass es tatsächlich Hinweise auf eine versunkene Urkultur gibt. Und dann ist natürlich Streit vorprogrammiert. Ich weiß nicht, ob ihr die Sendung kennt, Ancient Apocalypse von Netflix. Und ich muss man ja auch bezahlen. Netflix ist ja so ein Bezahlsender dort. Aber ihr könnt natürlich gerne mal kommentieren. Was haltet ihr da eigentlich so davon? Von der Archäologie allgemein, ist diese Serie tatsächlich, wenn ihr die kennt, tatsächlich sehr schlecht für das Bild der Archäologen, für den Berufszweig, für den Berufsstand der Archäologie. Denn es gab ja auch öffentliche Briefe und Statements. Netflix soll die Serie zum Beispiel absenzen oder als Science Fiction kennzeichnen oder so. Aber was haltet ihr so davon? Ist das tatsächlich einfach nur ein übertriebener Streit, den sie quasi aus der Versenkung selber erfinden, diese Archäologen? Oder ist es gerechtfertigt, dass die etablierte Forschung zu Graham Hancock sagt, ach, du machst uns alle, ziehst uns alle durch den Dreck und das geht so nicht oder so? Und was haltet ihr natürlich von Archäologen, die Artefakte fälschen, um ihre eigene Geschichtsschreibung zu dokumentieren, und zwar in dem Sinne, dass sie nachweisen wollen, was sie glauben. Das ist jetzt hier wirklich ein Ausnahmefall, ein Extrembeispiel, was erstaunlicherweise, ich kenne diesen Fall schon sehr viele Jahre, was aber erstaunlicherweise so nirgendwo niemals erwähnt wird, wenn man sich so die typischen Dokus so anschaut, die so auf den öffentlichen rechtlichen Sendern laufen über Archäologie und Rätsel der Archäologie. Da wird auch immer mal wieder Howard Carter erwähnt, dass da was nicht so stimmte. Aber dieser James Mellard, der wird irgendwie totgeschwiegen, der wird nirgendwo erwähnt. So als wenn man sich dafür schämt, so in der etablierten Forschung, dass einer aus deren eigenen Reihen sich so einen Scheiß erlaubt hat. Es ist schon sehr spannend. Und abschließend noch mal kurz erwähnt, diese ganzen Artefakte,
Artefakte, die wir so in Museen finden, überall auf der Welt. Zum Beispiel hier in Ortweiter, ich bin auf Sylt und hier ist ein Museum auch voll Artefakte, auch Artefakte aus der Steinzeit, die vor allem eben von privaten Leuten gefunden wurden, auch von Ausgrabungen, ganz offiziellen Ausgrabungen hier auf der Insel, aber vielfach eben auch privat gefunden wurden. Was ist denn da vielleicht alles gefälscht? Denn viele Museumsstücke in aller Welt sollen tatsächlich gefälscht sein. Sie sind über dunkle Kanäle, vor allen Dingen aus Ägypten, irgendwie auf den Schwarzmarkt gekommen und wurden dann in Museen angeboten, zum Beispiel in Louvre oder dem British Museum in London. Und die haben dann gesagt, oh, das ist doch authentisch, ja, das kaufen wir mal. Aber in Wirklichkeit ist es dann doch ein Fake. Wenn ihr also mal in ein Museum geht, in eine archäologische Ausstellung, dann müsst ihr immer im Hinterkopf behalten, dieses Objekt, was wir da gerade sehen, das ist 3000 Jahre alt, steht auf so einem Zettelchen davor, soll 3000 Jahre alt sein, könnte aber genauso gut nur 100 Jahre alt sein, denn diese Museumsstücke in aller Welt, es gibt ja Millionen davon, die kann man nicht alle mit unseren modernen Mitteln, was wir heute so haben, Thermolumineszenzdatierung zum Beispiel, chemische Analysen von Farbpigmenten auf solchen Objekten, das alles zu untersuchen, um nachzuweisen, authentisch, nicht authentisch, billige Kopie, keine billige Kopie, das ist natürlich ein Ding der Unmöglichkeit. Wer soll denn das bezahlen? Das geht natürlich nicht. Aber spannend ist es schon. Die ganze Archäologie ist spannend, die Geschichte ist spannend. Ob es jetzt eine versunkene Urzeitzivilisation gegeben hat, die den ganzen Planeten mit Schiffen bereiste oder nicht, trotzdem bleibt die Geschichte der Menschheit faszinierend. Die Mystery Files bleiben spannend. Und ihr lieben Lasianer, wenn ihr das auch so findet, gebt mir gerne einen Daumen hoch, ein Feedback und lasst auch gerne ein Abo hier, damit ihr keine Folge auf den Spuren des Unfassbaren verpasst. Dann sage ich mal Tschüss, bis zur nächsten Folge. Euer Lars.